Neue Zuzüger, ja, es sind die, die schon 2 Jahre da sind, aber auch die, die vielleicht nur eine Woche da sind. So ist auch der Stand vom Wissen, von der Kenntnis über die Stadt Wetzikon. Liebe Wetzikerinnen, liebe Wetziker, es ist mir eine Freude, heute hier zu stehen und Sie im Namen des Stadtrats, im Namen der Stadt Wetzikon willkommen zu heißen. Gerne begrüße ich an dieser Stelle auch unseren Parlamentspräsidenten Martin Wunderli. Er ist zurzeit der höchste Wetziker. Wir führen heute wie alle 2 Jahre Neuzuzügertag in Wetzikon. Wir laden alle Neuzuzüger ein, die innerhalb dieser 2 Jahre hergezügelt ist, und machen mit ihnen kleine Rundgänge durch Wetzikon durch, etwas essen und trinken, und dann gibt es die obligaten Ansprachen noch. Und warum ist der Neuzuzügertag wichtig? Als ich vor fast 25 Jahren auf Wetzikon kam, hat es das nicht gegeben. Mir hat keiner gesagt, ich kann dort das schauen oder das machen, dort wird so geholfen oder anders. Meine Nachbarn haben mich dann eingeführt, sozusagen. Wir versuchen hier auf eine gute Art von der Stadt aus einen Einblick zu geben, was in Wetzikon so passiert. Ja, ich glaube, alle, die auf Wetzikon kommen, sollen sich möglichst rasch hier wohlfühlen und integriert sein. Und ich denke, Kontakte sind für das extrem wichtig. Der Stadtrat inklusive Verwaltung suchen die Nähe zu der Bevölkerung. Und das ist eine Gelegenheit, darum ist auch der Stadtrat da. Er wird ein paar Worte wechseln, aber auch die höchste Person von Wetzikon ist auch da. Der Herr Martin Wunderli, der tut ein paar Worte an die Bevölkerung richten. Und es gehört natürlich dazu, dass wir Kenntnis vermitteln von den wichtigsten Institutionen. Ich finde es wichtig, dass die Leute ein Gefühl bekommen für dort, wo sie daheim sind. Dass sie die Möglichkeit haben, Verein kennenzulernen, die Umgebung kennenzulernen, Spezialitäten vom Ort kennenzulernen. Und durch das eine höhere Identifikation bekommen zum Ort, wo sie daheim sind. Und sich daheim fühlen. Wir sind sofort in der Natur raus. Wir haben eine wunderbare Lage am Pfäffikersee. Wir sind am öffentlichen Verkehr angeschlossen, ist gleich in welche Richtung. Ich finde das wichtig. Wir haben sehr viele Institutionen, wir sind gut ausgerüstet, wir haben ein Spital, wir haben die Musikschule Zürich-Oberland, wir haben ein Altersheim und so weiter und so fort. Und das spricht doch für Wetzikon, auch wenn viele Leute mit dem Verkehr nicht so einverstanden sind. Und was kann man noch mehr für die neuen Bewohner von Wetzikon machen? Wir können alle Vereine, die unterwegs sind, können die anschreiben. Sie können auf die zugehen und Werbung machen für sich selber. Einfach Wetzikon attraktiv vorstellen, dass die Leute wissen, was da passiert. Wir können im Zentrum noch deutlich mehr Aufenthaltsqualität verbessern. Das betrifft natürlich alle. Dass man wirklich das Gefühl hat, man ist im Zentrum, man ist gerne im Zentrum, man geht gerne zu Fuß spazieren, vielleicht ein bisschen mehr Schaufenster, vielleicht ein bisschen mehr Bänke zum Umsitzen, vielleicht ein bisschen schönere Plätze, wo man herhocken kann und sagen, da machen wir etwas miteinander. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass sich die neuen Zuzüger sich engagieren, ist gleichwohl, sei es politisch, sei es in den Vereinen, oder sonst mit freiwilligen Arbeit, das ist immer gesucht. Das wäre eigentlich meine Erwartung, dass es da mehr Zusammenhang gibt. Wir können ihnen die Politik noch ein bisschen näher bringen. Wir können sie noch mehr mit einbeziehen, aber ich glaube, sie müssen auch einen Schritt machen. Und wenn sich die Bürger oder auch die Stimmberechtigten mehr engagieren, dann wird es für alle besser, für die Stadt und vor allem auch für die neu zuziehen. Und warum sind Sie damals auf Wetzikon gezogen? Ich habe zu Wetzikon angefangen und das war mir der Weg zu weit gewesen. Und dann habe ich bald gemerkt, ich bin hier eigentlich daheim. Und darum sind wir sofort nach oben gezügelt. Wetzikon ist eine gut erschlossene Gemeinde, hat sehr viele Verbindungen auf Zürich. Schnell, man ist schnell in der Stadt, man ist trotzdem auf dem Land. Man kann rasch in Erholungsräume kommen. Ich wegen der Liebe. Schön, sehr schön. Why did you move to Wetzikon? Because I'm studying here at the University of Zurich, a PhD student at languages, and I'm doing my PhD at exactly phonetics and phonology.
That's the reason. And because Mexican, because it's I have two children, and this is the best place for children to grow up. Vor allem wegen den Kollegen. Dort, wo ich vorher gewohnt habe, habe ich nicht so viele Leute gekannt. Und vom Arbeitsort her, der hat dann gewechselt. Und jetzt bin ich eigentlich da besser. Ich sage jetzt mehr vernetzt mit den Kollegen. Bin, wenn ich mal jemand etwas fragen zum Abmachen, bin ich viel flexibler, als wenn ich da immer muss, irgendwie 20 Minuten herfahren. Ja, es ist einfach die beste Stadt im Zürich Oberland. Man hat nie so einen nahen Weg in eine super schöne Umgebung und man hat nie so gute Qualität von Angebot, von Läden, von Ausbildung, Sportanlagen, Kultur. Es ist alles da, was man braucht. How would you describe the cultural offers in Vatican? In Vatican, I like it a lot because we people are, or they are open-minded. I mean, they are very flexible, and you have a lot of activities to do for me as an adult and for children too. And what could the city do more for people who move freshly to Vatican? I think no. Well, this is the first time that I am in a developed country. So for me, it's, everything is perfect. So I don't think that something extra has been done more. Okay. Ich habe den Umgang gewählt mit der Feuerwehr, dem Museum und der Geschichte von Wetzikon. Weil ich habe zwar schon mal da gewohnt für ein Jahr, aber da habe ich noch keinen so einen Zuzüger. Ich war noch kein so einem Anlass gewesen. Und ich habe das sehr spannend gefunden. Generell bei Feuerwehr natürlich mit diesen vielen detaillierten Sachen und alles ist angeschrieben, schön ordentlich versorgt. Und ja, und Geschichte, eben da mit den Pfahlbauern, was sie für Waffen in dem sie mit diesen selber gebastelten Steinen gemacht haben, das ist wirklich, habe ich sehr eindrücklich gefunden. Warum sind Sie nach Vatican gezogen? Ich komme aus den USA und mein Mann ist Schweizer und wir haben vor Vatican entschieden, weil wir hätten eine schöne Wohnung neben Bahnhof gefunden. Ich gratuliere Ihnen zu eurem Entscheid, hier auf Vatican zu tun. Ich persönlich habe den Entscheid in den letzten 20 Jahren nie bereut. Ein weiteres Beispiel ist der Anlass heute, organisiert von der Stadt Vatican, zusammen mit dem Verein, Ortsverein, VWO und zusammen mit Vatican Kontakt. Genau diese Zusammenarbeit ist das, was Vatican ausmacht, unsere Stadt lebendig macht und das wollen wir pflegen und weiterhin beibehalten. Als erstes werde ich Sie gerade persönlich einladen an die nächste Gemeinderatssitzung. Die findet am übernächsten Montag statt, am 25. Juni, abends um 7 Uhr. Auf der Empore oben haben wir einen Platz für Sie reserviert. Dort können Sie Parlamentarierinnen und Parlamentarier persönlich kennenlernen. Es ist nämlich toll, wenn man sieht, wie in Vatican Politik gemacht wird. Und es ist auch toll, wenn Sie sehen, wie wir versuchen, Probleme von Vatican zu lösen. Suchen Sie den Kontakt zu den Politikern, zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, zum Stadtrat, zur Stadträtin und sagen Sie, was Sie denken. Mischen Sie sich ein, sind Sie nicht gleichgültig, weil wenn Sie sich einmischen, wenn Sie mitmachen, wird Vatican noch eine lebendige Stadt. Wieso ist das wichtig? Wenn Sie sich einmischen, wenn Sie wissen, was in Vatican läuft, fühlen Sie sich auch wohl. Wenn Sie sich wohlfühlen, entsteht das sogenannte Heimatgefühl und Sie bleiben lange da. Das möchte ich alle wetten.